Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute für, ja, es ist mal was anderes. Ich liebe ja Pizza, aber ich war heute den ganzen Nachmittag ganz wunderbar mit einer lieben alten, also sie ist nicht alt, sie, ja, doch sie ist alt, denn sie ist so alt wie ich, Klassenkameradin, ja, spazieren. Und jetzt überkommt mich das kleine Hüngerchen und ich will jetzt aber nicht mir eine Pizza reinhauen. Ich habe aber auch gedacht, das ist genau die richtige Möglichkeit, diese großen Zucchini mal zu verwenden, weil umso größer die werden, desto weniger Geschmack haben die, finde ich. Aber kann natürlich jeder sein Empfinden haben. Und deswegen, ja, in so einer Schmorpfanne oder so würde ich das auch machen. Aber jetzt so finde ich Zucchini in kleiner eigentlich schöner. Aber das soll jetzt so sein. Und zwar werden das Zucchini-Pizza-Häppchen sozusagen. Und ja, ich schneide mir das in ungefähr 1 cm dicke Scheiben. Ich mache mir das hier auf dem Pampered Chef Stein. Aber kann man natürlich auch ganz normal auf dem Backblech machen. Aber sie sollten schon ungefähr die gleiche Dicke haben, damit sie natürlich auch den gleichen Garpunkt haben. Und das passt bei mir genau auf den Stein. Und ich habe hier eine fertige Tomatensoße, aber natürlich könnte man auch selbst eine machen. Aber da mache ich es mir heute einfacher. Ja, und jede Zucchini-Scheibe, ja, wird mit etwas Soße bestrichen. Und ich stelle mir jetzt schon mal den Backofen ein auf 230 Grad Ober-Unterhitze. Und das kommt bei mir unten auf die unterste Schiene. Aber das dauert halt ein bisschen länger ja immer, bis das aufgeheizt ist. Deswegen mache ich das schon mal jetzt. Ich neige ja immer dazu, es ein bisschen zu gut zu meinen. Aber das läuft dann halt auch so dumm runter. Deswegen nehme ich da auch noch mal ein bisschen was weg. Bei denen, wo ich meine, es wäre etwas zu viel. Das salze ich schon mal. Und natürlich auch frischer Pfeffer. Und ich hatte hier 2 rote Zwiebeln, die ich mir in dünne Scheiben schneide. Und wie gesagt, da brauchen wir von allem wirklich nur ein bisschen. Das ist als kleiner Snack gedacht. Und da reichen 2 Zwiebeln wirklich richtig gut. Und ich habe hier eine Packung vegane Salami. Und ihr nehmt natürlich das, was ihr wollt. Aber ich finde die ja richtig gut. Ja, gucken, wie viel haben wir denn? Ach, die größeren Scheiben bekommen natürlich mehr. Und die kleinen, die teilen sich hier auch mal eine Scheibe. Also wirklich wie eine Pizza belegt. Aber ohne den schweren Hefeboden, den ich natürlich sehr mag eigentlich. Und tatsächlich ist es bei mir genau aufgegangen. Und ich habe hier ein paar grüne Oliven, die ich hier auch noch mal. Also das ist natürlich ganz nach den Vorlieben. Man kann natürlich die auch unterschiedlich belegen und ja, ein paar vielleicht mit Oliven, ein paar ohne, je nachdem, wer da mit isst. Ja, und jetzt nur noch, wie es gehört für eine gute Pizza und wenn sie eine Zucchini-Pizza ist, noch der Käse. Und das mache ich jetzt natürlich auch noch mit allen. Und dann geht das in den Backofen. Wie gesagt, er heizt gerade vor, 230 Grad Ober-Unterhitze. Bei mir auf die unterste Schiene kommt das. Und für ja, 10 bis 12 Minuten, ich kann es euch dann gleich genau sagen, wie lange das bei mir im Backofen war. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Zucchini, die darf noch ein bisschen Biss haben, aber sie soll natürlich grundsätzlich durch sein. Und der Käse soll natürlich auch schön drüber geschmolzen sein. Ja, also, ihr seht gleich das Ergebnis. Also ich habe es jetzt genau 10 Minuten drin gelassen
Dass es jetzt schon dunkel wird, liegt einfach daran, dass es so früh dunkel wird. Also nicht so früh, so schnell dunkel wird jetzt. Es hat nicht so lange gedauert. Es war jetzt wirklich ganz, ganz einfach und schnell. Also ich nehme es jetzt raus aus dem Backofen und 10 Minuten hat da wirklich gereicht. Denn es soll ja auch die Zucchini, die soll ja jetzt nicht total labberig werden. Ne? Aber vor allen Dingen überbacken. Und jetzt geht es hier noch an die Geschmacksprobe. Also man kann die Zucchini wirklich noch schneiden. Sie ist aber warm, also schnell nochmal geprüft. Nicht, dass ich mir gleich hier wieder die Haut vom Gaumen runterruppen kann. Mmh. Die Zucchini hat wirklich noch Biss, ist aber warm. Und dann mit dem zerschmolzenen Käse. Mmh. Und der Salami, ich finde, die schmeckt auch unheimlich gut da drauf. Also... ein wirklich toller Snack. Und wenn es halt einfach mal nicht so mächtig mal sein soll, gut, der Käse. Aber besser, als wenn man jetzt so einen Hefeteig gehabt hätte. Ich bin wirklich ganz begeistert. Kann man auch schön so als kleine Canapés auf dem Buffet geben. Ja, also hundertprozentig schmeckt das auch kalt gut. Also bin ich mir ganz sicher. Ja, und so schnell. Gut, ich denke, wenn man 12 Minuten drin gelassen hätte, wäre es auch okay gewesen. Aber die Zucchini soll jetzt nicht, die wird ja schnell dann so wässrig und labbrig. Und das soll sie nicht in dem Fall. Ja, also, ich lasse mir davon jetzt noch ein paar schmecken. Den Rest gibt es einfach morgen kalt. Ich kann es euch aufschreiben. Und genieße das Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.